Und hiermit ein herzliches Willkommen beim Duxer. In diesem Video geht es heute um das Spiel Metal Warrior Ultra. Das ist ein wunderschönes Action-Shooter-Spiel für den Commodore 64. Das kann man auf der Seite protovision.games käuflich erwerben. Ja, das habe ich gerade gemacht. Das kostet 9,99 €. Kommt allerdings noch 1 Euro Zusatzgebühr mit dabei. Wofür auch immer, das war nicht ganz ersichtlich. Auf jeden Fall kann man das hier mit in den Warenkorb. Und wenn man dann zur Kasse geht, irgendwann wird dann hier ein Aufschlag, also sieht man jetzt nicht, noch von 1 Euro verlangt. Gut, den war ich dann auch noch bereit zu bezahlen. Das war dann 10,99 €. Und wie gesagt, dafür bekommt man ein wunderschönes Spiel, natürlich in digitaler Form. Und das Ganze sieht dann hinterher so aus. Genau, das wären dann die Programmfiles, die man geliefert bekommt per E-Mail oder per direkten Download. Einmal wäre das die ganze City Map. Also doch sehr hilfreich, weil die Spielwelt doch sehr groß ist, dass man sich dann dementsprechend dann auch zurechtfindet, wenn man diverse Aufgaben hat. Und das manuell auch als PDF mit ein paar wunderschönen Grafiken dabei. Das Ganze in englischer Schrift. Ja, wunderschönes Bild, finde ich. Und die Programmfiles in verschiedenen Formaten. Einmal in im D81 Format und was auch prima ist, als Cartridge-Modul für EasyFlash. Ist natürlich auch dann auch kompatibel, müsste zumindest kompatibel auch mit Z64 sein. Das werde ich auch nochmal testen. Und was das hier ist, auch nochmal so ein Zusatzprogramm, 3 Stück. Und hier wären die eigentlichen Spielprogramme. Interessant ist vielleicht noch, wenn man das bestellt, dann bekommt man dementsprechend ja eine E-Mail und dann steht dann auch drin, dass man das dementsprechend jederzeit wieder runterladen kann. Anzahl der möglichen Downloads ist auf 64 beschränkt. Das fand ich irgendwie ganz witzig. Und natürlich die allgemeinen Geschäftsbedingungen und so weiter. Gut. Ja, ich würde sagen, ich fackel nicht lange, ich schließe den Commodore 64 an und dann werden wir erstmal eine Runde zocken. Bis gleich. So, dann starte ich mal hinein in den zweiten Teil von Metal Warrior Ultra. Ich lade dazu wieder das Spiel, wie gehabt. So, es geht weiter mit Metal Warrior Ultra. Oh, jetzt habe ich mich verdrückt. Continue Game. Bin stehen geblieben bei 3 Stunden und 3 Minuten. Muss ich jetzt erstmal überlegen, was ich wo wie machen muss. So, erstmal die beiden Gegner hier eliminieren. In dem Club war ich. So, wo muss ich jetzt hin? Jetzt schon eine Weile, dass ich es gespielt habe. Ich könnte hier mal, ich guck mal eben auf meinen Plan. Ich switch mal eben ganz kurz um. Ich habe jetzt hier so einen Plan, wo man hinlaufen könnte. Ich bin ja hier in diesem Hades Club. Und ich könnte ja mal... Weapon Shop, nee... Electronic Plan steht hier. Das wäre hier links um die Ecke. Gut, dann laufe ich da mal hin. Vielleicht kann man da etwas machen. Ah,
Ach, das wäre die Kanalisation, müsste das hier sein. Hier brauche ich auf jeden Fall nicht reingehen. Gut, was haben wir denn noch zur Auswahl? Wir schauen mal hier oben. Ich könnte zum Beispiel jetzt zu diesem Proberaum gehen. Das heißt, hier bin ich ja jetzt. Einmal nach rechts, Treppe nach oben und dann links. Gut, das mache ich jetzt. Ich muss hier umswitchen. So. Genau, hier nach oben. Aus der braunen Unterwelt heraus. Und hier hinein. Nach links, haben wir gesagt. Dann wäre hier eine Tür. Die man entern kann. Gucken wir mal, was hier die Kollegen aus dem Proberaum sagen. Ah, einer ist schon mal fleißig. Gut, dann gehen wir zurück. So, ich schaue mal eben nochmal auf den Plan, wo ich jetzt hin muss. Schon wieder vergessen, was der Kollege gesagt hat, wie immer. Gut, ich muss eigentlich jetzt theoretisch, wo bin ich denn jetzt hier? Ich bin jetzt bei diesem Hades Club. Nein, im Proberaum war ich, genau. Und dann könnte ich jetzt, Home bringt nicht Lukas. Eigentlich muss ich doch jetzt Afterworld neu, da könnte ich hingehen. Ja, das mache ich mal. Weil irgendwo hat er den Harald ja gesehen, irgendwo muss er ja sein. Müsste eigentlich hier immer noch geradeaus sein. Wäre mein Home, aber da brauche ich jetzt nicht hin. Hier brauche ich auch nicht wechseln. Mal rein. In die Zappelbude, jawohl. Da ist er ja. Das ist Joe, hi. Das war jetzt nicht so eine gute Idee. So, ich wurde aufgefordert, entweder mehr zu trinken. Und das habe ich natürlich getan. I'm looking for Billy. The Hades Club Soundman. Has he been there? Okay. So, Bier. Thank you.
Ja, gute Frage. Die beiden Gespräche waren jetzt nicht so quicklich. Ich habe jetzt keine Idee, wo ich jetzt hin müsste. So, ich schaue nochmal auf meinen Plan, wo man hingehen könnte. So, wo könnten wir hingehen? Ich war jetzt in diesem Club. Wo ist der Club? Ganz links, eher ganz rechts. Ja, da ist der Club. Das sind nur die Tunnels. Warehouse. Was ist eigentlich Warehouse? War ich da schon mal? Komm, das checken wir mal eben ab. Auf einmal zum Warehouse. Das ist schon hartnäckig, der Kollege hier. Ich muss nach Warehouse hier, ne? Ups, wo ist in? Bleib da drin. Oh, was habe ich denn jetzt? Eine coole Waffe hier. Shootgun. Knife. Nee, Knife brauche ich. Shootgun. Ah, ich kann jetzt hier rein. In den Warehouse. Oh. Ich bin gespannt hier. Was haben wir denn hier für 20 Schuss kommen? Boah. Der Hund ist aber schneller als ich. Ich muss vielleicht doch lieber messen. So irgendwo eindringt. Sollte man auch nicht tun, ne? Oh, die Jungs, die werden aber jetzt hier ganz böse. Ey, nicht, dass wir das Messer fallen lassen, du. Das ist der wichtigste Gegenstand hier. Alles klar, 2-1. Kein Problem. Dog is sleeping. Man kann da hoch, glaube ich, ne? Kann da rein? Jo. Ah. Max out. Werde ich nehmen, warum auch immer. Runterfall. Kein Problem. Komm runter. Boah, verdammt, habt ihr das gesehen? Voll cool gemacht. Von der Leiter aus hat er schon geschossen. Was liegt jetzt hier? Mein Messer? Nee. Halt bloß das Messer. Komm, wir gehen hier rein. Hier liegt was. Geld. Boah. Das sind nur schwer bewaffnete Jungs. Jawohl. Erledigt. Wie komme ich an die Münze dran hier? So. Max out. Ja, schön. Gut, gehen wir wieder raus. Ja, ja, klar. Schieß ruhig auf mich.
Messe wäre beim Messerfall, ne? Oder? Geht doch nicht. Kann man nach oben. Da ist ein Hund. Ja, wir schicken mal hier oben die Lage. Noch mehr böse Jungs hier. Ich bin da. Ein Schocker. Ja, einen Schocker brauche ich nicht. Oh. Okay, okay, okay. Ups, willst du denn? Nehmen wir auch eine Waffe hier. Das ist eine zu dicke. Schieß doch. Schocker, Shootgun, 5 Schuss, 12 Schuss, ne, wie die. Hier ist die Nachricht wieder. Oh! Ja, wie Pistole. Nehmen wir mal die Heavy Pistole. Wo ist denn die Heavy-Pistole? Da. 7 Schuss nur. 12 Schuss, nehme ich die. Hm. Okay. Boah, der schießt von unten. Wieso? Hallo? Da irgendwie nicht weiter, warum auch immer. Da muss ich wohl doch unten rum. Ey, die habe ich doch schon erledigt, oder nicht? Ja, da will ich lieber ein Messer. Oh, so eine Bombe. Ach, Klassiker, Messer. Night. So, und hier. Wie viel Schuss? Boah, wie ganz schön. Ganz schön hartnäckig, der Kollege. 2 Schuss, na 11 Schuss immerhin. Dartgun. Pistole. Body Armor. Ah, ein Körperschutz. Vier von vier, ne, nimmt doch über die andere Waffe. Ja, ich bin noch nicht so ganz durch. Was jetzt sinnvoll ist aufzunehmen und was nicht. Gasgranate. Okay. Ich nehme einfach alles auf, ist egal. Jemand oben. Nummer 1 zurück, weil hier war nämlich noch ein Raum. Aber hier ist nichts, ne? Ah doch, da ist was. Hier ist was. Okay.
Moment hinein. Schon verdammt zäh. Ja klar. Ach du meine Güte. Also ich denke mal, das wird wohl der Endgegner sein. Das Ding ist gute Frage jetzt. Haben wir den Kollegen hier eliminiert? Stohle 2 Schuss. Weiß ich nicht, wie das funktionieren soll. Gut, einfach abhauen. Schuss. Oh, habe ich ihn eliminiert? Jawohl. Geht doch. Und jetzt?
Hier war auch nicht weiter, ne? Ja, so ganz verstanden habe ich jetzt nicht, was ich jetzt hier machen soll. Irgendwo war noch so ein Kartenlesegerät. Das fällt jetzt nicht ein. Ein Schuss. Tee. Vier Schuss. Nein, mein. Hier. Ah, jetzt komme ich da rein. Okay. Was machen wir mit dem? Billy, you from the band Riot. Okay, ein paar Erfahrungspunkte mehr. Ich denke mal, habe ich wieder einen Komplizen, mit dem ich hier weitere Operationen durchführen werde. Die Frage ist, wohin? Nur erstmal hier. Vier Schuss, also mal schön. Na, hier ist eine Sackgasse. Ah! Ah! I'll help you up, jump! Ah, okay. Also er schafft es, nur meine Spielfigur nicht. Nur mit Hilfe. Gut, jetzt bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Ich denke mal, jetzt habe ich auch wieder, ich schau mal eben, ja, knapp eine halbe Stunde habe ich jetzt auch schon wieder gespielt. Und ich denke mal, an der Stelle ist ein schöner Punkt, sag ich mal. Ich betrete eine neue Welt. Ja, und dann mache ich wieder einen kleinen Break. Dann gibt es im dritten Teil, geht es dann dementsprechend dann weiter. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Verabschiede mich jetzt und bis zum nächsten Mal. Glück auf!